Ich begrüße euch, mein Name ist Andrea Susanna Medici, ich bin Astrologin, Kartenlegerin, Beraterin. Unten befindet sich meine E-Mail-Adresse und meine Skype-Adresse. Ihr könnt gerne schreiben, Fragen stellen und natürlich kann ich euch Beratungen anbieten, Kartenlegen oder Astrologie. Und ihr dürft entscheiden, ob wir das schriftlich machen oder anonym. Oder ob ich das hier im Video veröffentlichen soll, natürlich mit Nickname. Und heute möchte ich wieder eine Horoskop-Analyse veröffentlichen. Und das ist die Horoskop, die Geburtshoroskop von Cornelia. Cornelia, das ist dein Geburtshoroskop, das ist dein Video. Und jetzt fangen wir schon an und schaue ich mal dein Horoskop an. Und auch, du hast auch Fragen gestellt und ich werde auch die Fragen beantworten. Aber erstmal schauen wir dein Geburtshoroskop an. In wo du geboren bist, in diesem Augenblick, wo dein erster Atemzug geholt hast, in diesem Augenblick ist ein Tierkreiszeichen im Osthorizont aufgestanden. Das ist wie ein Sonnenaufgang. Und diese Tierkreiszeichen hat dich begrüßt im Leben. Das war wie eine Umarmung, wie ein Gewand, wie ein Kleid, was du in diesem Moment bekommen hast. Und diese Tierkreiszeichen, der dich begrüßt hat und nicht nur begrüßt, sondern begleitet dich bis zu deinem Lebensende, das ist die Tierkreiszeichen Waage. Das ist dein Aussehen, das ist dein Auftreten, das ist deine Erscheinung im Leben. Das ist die Kostüm, was du trägst. Waage ist ein Tierkreiszeichen und über diese Tierkreiszeichen herrscht der Planet Venus. Venus ist der Liebesplanet. Das bedeutet, so wie du dich aufdrehst im Leben, wo du dich erscheinst im Leben, du machst dich beliebt. Waage ist nicht nur die Liebe, sondern auch die Weiblichkeit. Also hast eine weibliche Ausstrahlung, eine weibliche Aussehen. Die Venus ist nicht nur die Liebe und die Weiblichkeit, sondern auch die Kunst, die Harmonie. Die Ästhetik, die Schönheit. Das bedeutet, du achtest auf dein Äußeren. Achtest, dass das alles möglich weiblich und schön ist. Dein Aussehen, hast deinen eigenen Stil, hast du eine weibliche Ausstrahlung. Machst dich beliebt und für dich persönlich ist wichtig, dass dein Umfeld schön ist, aber auch harmonisch. Kurz vor deiner Geburt, vielleicht so Viertelstunde, 20 Minuten vor deiner Geburt, war in diesem Bereich noch im Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, es hat sich auch etwas gefärbt für deine Persönlichkeit, weil es im Grenzbereich ist. Es ist nicht negativ und es soll dich auch nicht durcheinander bringen, sondern du verkörperst die Waage, du verkörperst die Venus-Energie, aber ein gewisser Zugang oder Vertrauen hast auch von Jungfrau, diese Denkende, die analytischen Denken. Also du hast von beiden etwas, aber wie du dich verkörperst, wie deine Ausstrahlung ist, dein Auftreten ist, das ist die Waage. Und du bist durch und durch Venus betont, weil du bist im Tierkreiszeichen Stier geboren. Deine Sonne steht im Tierkreiszeichen Stier. Und über die Tierkreiszeichen Stier herrscht auch die Planet Venus. Also zweimal Venus-Einfluss. Das heißt, dein inneren Kern ist auch sehr Venus betont, deine Weiblichkeit,
die Bedürfnis nach Ästhetik, schöne Umgebung, Harmonie, deine Fähigkeit zu Kunst, deine kreative Art, auch ein Bezug zu Schönheit, der Sinnlichkeit, die Weiblichkeit. All das ist nicht nur dein inneren Kern mit diesen Stileigenschaften, sondern durch diese Aszendentwaage auch, du bringst es auch nach außen, deinen äußeren Erscheinung. Und hier bei deinen Sonnen, wo deine Sonne befindet, im Tierkreis einen Stier, in die letzten Grade, haben wir wieder mit einem Grenzübergang zu tun. Weil in dem Moment, wo du geboren bist, übergeht die Sonne von Tierkreis einen Stier auf Tierkreis einen Zwilling, aber ist noch im Stier. Aber du hast die Färbung schon von dem Zwilling. Also du bist schon Doppelgänger. Bei dein Aszendent ist von beide hast etwas, zwar die Waage ist die betonte und die Waage, was dich begleitet und umhüllt. Und bei Sonnen ist schon die Kern des Stier, aber eine gewisse Färbung auch von Zwilling. Und das soll dich nicht unsicher machen, sondern dankbar sein, dass du vielseitig begabt bist. Dass du manchmal anderes reagieren kannst im Leben, weil du hast diese Leichtigkeit von Zwilling. Und wenn wir schon bei Tierkreiszeichen Zwilling sind, dein Mond steht im Tierkreiszeichen Zwilling. Und es ist dein Innenleben, deinen Gefühlen, deinen Emotionen. Also gefühlsmäßig bist verbunden mit dem Zwilling, Tierkreiszeichen. Und es ist Luftelement und schenkt dir eine Art spielerische Art und Leichtigkeit im Leben. Das unterstützt dich dabei, dass du nicht so ernst nimmst immer alles im Leben, sondern eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse spielerische Art und nicht vergessen, auch wie deine Emotionen und Gefühlen auch sagen, auch diese jugendliche Art. Das ist auch so typisch Zwilling. Also hast diese Leichtigkeit. Wenn deine Sonne und Mond ich betrachte, du bist kurz nach Neumond geboren. Neumond bedeutet, dass Sonne und Mond in die gleiche Ebenen sich befinden. Und in deiner Geburt hat sich der Mond ein bisschen schon von der Sonne entfernt. Das heißt, eine zunehmende Mondphase, aber in ganz, ganz kleine Schritte noch. Und das prägt auch deine Persönlichkeit. Das bedeutet, dass du im Leben, jeden Lebenslage, auch wo andere vielleicht aufgeben oder andere nicht mehr wissen, wie das weitergehen soll, du bekommst dann ganz tolle Ideen. Das heißt, du bist bereit für einen Neuanfang und kommst zu neuen Ideen, neue Wege zu finden. Oft sogar in dieser Zwillingart, gewisse Leichtigkeit und spielerische Art und Weise. Also auch wenn das alles so dunkel erscheint, wo man das Gefühl hat, man verliert den Überblick, doch in diesen Momenten hast du immer tolle Ideen. Schauen wir mal an ein bisschen dein Karma. In alten Karma. Und damit meine ich das Leben früher. Das, was die absteigende Mondknoten zeigt, befindet sich bei dir im zweiten Haus, was die Finanzen betrifft. Aber auch das Werte. Auch Neptun ist auch hier. Auch eine rückläufige Neptun. Was Rückläufigkeit kann auch karmischen Aussagen haben. Nicht nur, aber hat mit Karma auch was zu tun, die Rückläufigkeit im Geburtshoroskop. Das bedeutet mit anderen Worten, dich haben früher, im früheren Leben oft so verletzt, dass dein Selbstwertgefühl
und gewissermaßen gesunken ist. Das sind vielleicht psychische Verletzungen, aber nicht nur, sondern auch finanziellen Hinsicht warst du auch verletzt. Vielleicht, weil du betrogen warst früher. Und diese Erinnerungen, diese unbewussten Erinnerungen, neigst du dazu, dass du etwas vorsichtiger bist. Vorsichtiger, was die Finanzen betrifft. Aber auch mit Männern etwas vorsichtig, weil in dein aufsteigender Mondknoten, was gegenüber liegt, die neue Erfahrungen, steht auch die Mars, der Mann. Also du magst dieses Leben neue Erfahrungen mit Männern. Und vielleicht auch lernst du auch trotz dieser Erfahrungen von früher mehr Vertrauen. Du hast ein Bedürfnis in dein Leben nach Sicherheit, nach Stabilität und nach Struktur. Manchmal, vielleicht kommt auch so Gedanken, es wäre schön, eine Partnerschaft zu leben, damit diese Sicherheit gibt. Und das wirst du auch erleben, weil das ist im Horoskop schon sichtbar. Aber vertraue nicht ganz, dass durch eine Partnerschaft kommt, sondern beweise dich, du kannst es auch, selbst zu sein und selbst von dir was rauszuholen. Auch, dass du in die finanzielle Sicherheit selbst sorgen kannst. Und das kannst du wunderbar. Und das beweist du auch. Manchmal traust etwas nicht zu. Oder manchmal bist du etwas unsicher. Oder kommen alte Verletzungen vielleicht nochmal hoch. Aber das gelingt dir trotzdem. Und du hast ein paar Fragen gestellt. Die erste Frage, was du mir geschrieben hast, wer bin ich? Natürlich kann ich das astrologisch beantworten. Aber das mache ich auch. Aber ich könnte noch dazu sagen, meine Lebenserfahrungen, gerade auf diese Frage bezogen. Wer bin ich? Ich bin's, wie ich denke und fühle. Weil das ist die Magie im Leben. Unsere Gedanken können wir selber beeinflussen. Wir entscheiden über unsere Gedanken. Dann, bei diesen Entscheidungen, jetzt klingt es vielleicht nicht so toll, was ich sage, positiv denken oder negativ denken. Ich mag diese Worte nicht, aber da kann ich vielleicht leichter das zu erklären. Ein positives Denken ist immer hilfreich, erfolgreich zu sein im Leben. Also wichtig ist unser Denken, aber auch unseren Gefühlen genauso wichtig. Also kein Zweifel, keine Ängste, keine Unsicherheit, kein Schuldgefühl. All diesen Gefühlen loslassen. Wenn das so versuchst mal darüber etwas nachzudenken, dann fasst du schon das Kern. Dann kannst du vielleicht diese Frage leichter erkennen. Ich bin, wie ich denke und fühle. Und so gestalte ich meine Welt. Weil das, wie wir uns denken und fühlen, das strahlen wir aus. Und unsere Ausstrahlung zieht das Gleiche an. Und so formen wir unser Schicksal und unser Leben. Aber jetzt mal im Einklang zu Astrologie. Wie könnte ich da das näher beschreiben? Wer bist du denn? Du bist eine Frau, wo hundertprozentig durch und durch diese Weiblichkeit leben möchte. Weil du Venus betont bist. Und diese Venus-Betonung, die liebevolle Art, die Harmoniebedürftigkeit, die Schönheit, Ästhetik und dieses friedliche Leben ist keine Schwäche, sondern was du lernst dazu, also das ist mal dir gegeben. Von der Liebe Gott ist es dir gegeben, diese Weiblichkeit.
und diese Schönheit und diese künstlerische Art oder die Bedürfnis nach Ästhetik. Das wurde dir geschenkt mit deinem Aszendent Waage und dein Sonne im Tierkreiszeichen Stier. Die Lernaufgabe ist, diese Weiblichkeit bleiben, weil das ist dein Wesen. Und trotzdem eine gewisse Männlichkeit im Leben zu haben. Männlichkeit meine ich nicht das Aussehen oder ein Hobby haben, was die Männer machen, sondern durchsetzen im Leben, mutig zu sein im Leben, etwas zutrauen, die Eigenschaften, das vielleicht fehlt noch ein bisschen. Könnte ich sogar vorstellen, dass du so vielleicht unbewusst erwartest, dass die Partner das macht. Wird auch tun, wenn du das gelernt hast. Dann kommt die Belohnung und hast die passenden Partner, wo dich auch unterstützt, beschützt und dich ergänzt. Aber was du lernst auch, dass du auch selbst das Leben zupackst, dass du dich da auch beweisen kannst und dich durchsetzen kannst. Mit dieser Venus-Betonung, die Stier oder die Waage Aszendent, neigst du vielleicht dazu, Gedanken zu machen, ob dadurch vielleicht die anderen verletzen sollst. Dann kommen bei dir natürlich auch die Erinnerungen von früher, deine eigene Verletztheit, und du möchtest diesen Schmerz nicht andere zumuten. Aber manchmal im Leben ist es auch wichtig, dass wir durchsetzen, dass uns zu uns selbst stehen. Und ich bin ganz sicher, du kannst du dich so ausdrücken, dass du dabei andere nicht verletzt. Dein Merkur, deine Sprache, wie du kommunizierst mit anderen, befindet sich auch im Tierkreiszeichen Stier. Das heißt Erdezeichen. Also du sagst nichts Unüberlegtes. Und über Stier herrscht auch die Venus, Planet Venus. Also du drückst dich auch liebevoll, feinfühlig. Du hast dieses Feingefühl an dir. Und trotzdem, mit deiner weiblichen, liebevollen, harmoniebedürftigen Art, trotzdem durchsetzen im Leben das, was du lernst. Also zurück wieder zu der Frage, wer bin ich? Du entscheidest dich selber, wer du bist. Wenn du übernimmst die Herrschaft über dich selbst und die Kontrolle auch über Denken und Fühlen, und das soll nicht andere beeinflussen oder manipulieren. Nein, das ist deins. Du entscheidest, wie du denkst und wie du fühlst. Und das ist dein Kern. Dabei hilft die Venus, weil das ist, was du von der Liebe Gott bekommen hast. Als dein Planet, Venus. Du kannst deine Schönheit, deine Ästhetik, deine weibliche Art immer zum Glanz zu bringen. Dann hast du Mond dazu, deinen Gefühlen, eine gewisse spielerische, neugierige Art, eine gewisse Leichtigkeit. Ist auch deins. Das gehört auch zu dir. Dann auch die Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität. Das ist auch deins. Ist auch normal. Was ein bisschen fehlt, das ist Durchsetzen im Leben. Was ein bisschen fehlt, die Vertrauen. Aber das ist kein Wunder, weil das liegt in alten Karma. Das sind die Verletztheit von früher. Aber du machst neue Erfahrungen. Und mit einem gewissen Mut und ein bisschen Kraft, männliche Kraft, dich durchsetzen im Leben und ein bisschen Vertrauen im Leben gegenüber oder andere, besonders die Männer gegenüber, zu gewinnen, hilft dir dabei, all das in Form zu bringen. Aber was deins ist, ich wiederhole das nur, deine Weiblichkeit, deine Harmoniebedürftigkeit, dein Schönheitssinn, deine friedliche, liebevolle Art, deine Kontakte mit Menschen, wo dich unterstützen und dich lieben auch. Und das ist dein Kern. Dazu kommt das Gefühl, eine kindliche Natur,
diese Zwillingsnatur, die neugierige, spielerische, jugendliche, diese frische, das ist auch deins. Bisschen die analytischen Denken, die Färbung von Jungfrau. Das bist du. Und das kannst du im Glanz bringen, das zu zeigen, weil mit dieser Art kommst immer gut an. Und das ist dein Auftreten, das ist deine Ausstrahlung, das ist deine Weiblichkeit, das ist deine Sprache, was immer harmoniebedürftig ist, eine gewisse spielerische, leichte Art, ein bisschen neugierig, ein bisschen verspielt auch und in manchen Situationen das analytische Denken. Mit diesen Eigenschaften, das bist du, kommst immer gut an, weil das ist in Einklang mit dir selbst. Die Lernaufgabe ist mehr Selbstvertrauen. Lernaufgabe ist mehr Selbstwertgefühl. Lernaufgabe ist mehr auf die Männer vielleicht zugehen und mehr Vertrauen. Die Lernaufgabe ist Durchsetzen im Leben. Die Lernaufgabe ist manchmal vielleicht ein bisschen lauter zu sein und nicht immer denken, oh, ich verletze die anderen. Kein Schuldgefühl. Und wenn du das bewältigt hast, dann hast du einen Zugang zu dir selbst gefunden. Die nächste Frage ist, welcher Weg beschreitet meine Seele? Seele ist für mich unsterblich. Die Seele hat eine göttliche Herkunft. Das bedeutet, wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Die Seele macht aber, hat Lernaufgabe. Und das, was wir auf die Erde machen, unser Leben, unser Schicksal, dieser begrenzte Zeitraum von Geburt bis zum Tod, da macht unsere Seele Erfahrungen, etwas zu verbessern, etwas Neues lernen. Niemand verlangt, perfekt zu sein. Auch Gott verlangt von uns nicht, perfekt zu sein. Aber etwas lernen wir. Das ist, vergleiche ich immer wie eine Schule. Und da sind wir. Und in welcher Schule bist du mit deiner Seele? Das zeigt karmisch die Horoskop an. Das bedeutet, die alte Karma, was du kannst, wo du gut bist, wo du Erfahrungen gemacht hast, das sollst du behalten. Weil damit hast du Vorteile. Weil da hast du gute Erfahrungen gemacht. Jetzt schauen wir mal an. Wo hast du gute Erfahrungen gemacht? Das, dass du wann etwas verwandeln kannst. Dass du etwas verändern kannst. Es ist gar nicht die Alltag gemeint, dass du immer spontan Entscheidungen treffen kannst und immer was Neues beginnen kannst. Das ist nicht mal das, sondern es sind die wesentlichen, die Momente im Leben, wo wirklich schwierig ist. In diesen schwierigen Momenten, wo andere Menschen aufgeben, wo andere Menschen nicht mehr wissen, wie das weitergehen soll, dann spürst du die Kraft, nicht nur an dir selbst, sondern du kannst auch anderen Kraft zu geben, wo alles so auslos erscheint, wo andere sagen und anderen denken, oh, es gibt keinen Ausweg mehr. Oder wenn andere sagen, ich gebe auf. Oder wenn anderen sagen, es geht gar nichts mehr weiter. Gerade in solchen wichtigen Momenten im Leben, nicht im Alltag, ob man einkaufen fahren soll oder nicht, ist unwichtig für dich. Aber bei solchen wichtigen Themen, wo andere zu Zweifel kommen, weil kein Ausweg mehr sehen, gerade in den Momenten kommt deine Kraft. Und es kommt von deinem Inneren. Nicht nur für dich kannst du diese Kraft nützen, sondern auch für anderen kannst du diese Kraft nützen. Das sind alte karmische Erfahrungen. Was hast du noch mitgebracht von Karma?
dass du gute Intuitionen hast. Was hast du noch von alten Karma? Dass du einen gewissen Zugang hast zu Symbolik, einen Zugang hast für Träume, für Kunst, für Farben, für Träume, vielleicht Zugang sogar zu Mystik. Das sind auch alte karmische Erfahrungen, wo du Vorteil hast, nützen kannst, weil dort hast du dich bewiesen. Was ist das, was du lernst, wo vielleicht dich noch nicht bewiesen hast früher? Und das ist die Lebensschule, in dieser Schule, wo gerade dieser Weg, wo du auch gefragt hast, wie war die Frage, welcher Weg beschreitet meine Seele? Dass du die alten Verletzungen loslässt. Dass du keine Angst mehr hast um die Finanzen. Es kommen alte Erinnerungen, wo dich finanziell betrogen haben oder hast du finanziellen Verlust gehabt früher oder Enttäuschungen erlebt hast, was dein eigenes Selbstwertgefühl geschwächt hat. Die sind die negative, oder negativ ist das nicht die richtige Wort dazu, das sind die Erinnerungen, was dich vielleicht noch ein bisschen gefangen hält. Und diese Erinnerungen zu bewältigen, das bedeutet, keine Angst zu haben um die Finanzen. Ein bisschen Vorsicht ist vielleicht gut, aber zu vorsichtig sein kann vielleicht auch dazu führen, dass du anderen nicht vertraust. Also versuch mal, deine Intuition sagt es sowieso, wen du vertrauen kannst oder wen du nicht vertrauen kannst. Also hör deine Intuition. Wenn dein Bauchgefühl sagt, Vorsicht, da traue ich nicht, dann sagt das schon richtig. Dann würde ich raten, nichts vertrauen. Sonst hast du das gleiche Erfahrungen wie früher. Dann wirst du wieder betrogen oder ausgenommen. Aber wenn deine inneren Stimme sagt, ja, vertrau diesem Mensch, ob das jetzt männlich oder weiblich, mal im Allgemeinen, dann vertraue auch. Also das kann bei dir sein, dass solche Erinnerungen, alte Verletzungen wieder hochkommen. Diese alten Verletzungen loslassen, mehr Vertrauen allgemein im Leben gegenüber, bei den Menschen ein bisschen, und da kommt wieder am Vorteil, diese analytischen Denken, mal überlegen, wen kann ich vertrauen, wen kann ich nicht vertrauen, und dabei hilft deine Intuition, deine innere Stimme sagt es ganz klar und deutlich, und diese Begabung hast du, also da lieber nicht vertrauen. Und auch vielleicht mehr Zugang oder mehr Vertrauen auch mal zu Männern gegenüber. Was lernst du noch? Dich durchsetzen im Leben, dich zu wehren können. Und manchmal geht das nicht mit einem sanften Ton. Manchmal geht das nicht, weil die anderen verstehen das nicht. Sondern manchmal muss etwas lauter sein. Und das, was du lernst. Was lernst du noch? Bewusst zu werden, wer du bist. Mit deinen Werten bewusst zu sein, Selbstwertgefühl. Astrologisch ist das zweite Haus nicht nur die finanzielle Haus, sondern das Selbstwertgefühl. Anfang, wo ich in die Schule noch in Ausbildung war, das ist aber jetzt über 20 Jahre schon, habe ich nicht verstanden, was da gemeint ist. Ich brauchte auch Lebenserfahrungen, das zu verstehen. Und ich kann jetzt sagen, Selbstwertgefühl hat mit Werten zu tun, hat einen Einfluss auf den Finanzen, auf das Geld. Und wenn da Mangel besteht, dann haben wir Geldmangel.
wenn wir mit uns selbst sicher fühlen, selbstsicher sind und mit unseren Werten bewusst sind, das widerspiegelt sich im materiellen Level um das Geld. Warum sind manchmal erfolgreiche Menschen, vielleicht haben sie nicht mal so viel Talent wie anderen und trotzdem sind sie ganz oben und erfolgreich und reich? Weil sie sind überzeugt von sich, weil sie sind selbstbewusst, weil sie haben ein gesundes Selbstwertgefühl. Und das kannst du auch stärken, weil das ist auch eine Lernaufgabe. Also wiederhole ich mal kurz, karmisch gesehen, deine Fähigkeit liegt an deiner Intuition, in deiner Mystik, in deiner Kunst und auch Bezug zu der mystischen bisschen, kann ich so ausdrücken, zu Mystik, aber auch zum Traumbilder. Und deine größte Fähigkeit ist, und es kommt auch von alten Erfahrungen her, dass in dem Moment, wo jeder aufgibt, wo andere keinen Ausweg mehr zu sehen und aufgeben etwas, genau in dem Moment hast du tolle Ideen und in dem Moment hast du Kraft. Das, was du mitgebracht hast von früher, wo bisher feilen kann, deine Weiblichkeit, deine Venus-Energie, natürlich im Glanz zu bringen, weil das ist dein Wesen, das hast geschenkt bekommen von der Liebe Gott. Und wo noch etwas feilen kann, dass du dich durchsetzt im Leben und nicht mit dieser Venus-Energie, weil manchmal kommt man mit dieser Venus, diese harmonisch bedürftige, schöne Sprache, kommt nicht immer, kann man sich nicht immer durchsetzen im Leben, sondern manchmal braucht man die Mars-Energie, um ein bisschen lauter zu werden. Und das darfst du ruhig erlauben im Leben, ohne schlechtes Gewissen haben und ohne Schuldgefühl. Das wäre ein Punkt, und mit deinen Werten bewusst zu sein. Und dann wirst du sehen, wie sich die finanzielle Lage verbessert. Und dann kommt die Ergänzung von Partner. Nächste Frage ist, welche sind meine Aufgaben in diesem Leben? Selbst zu sein ist deine Aufgabe. Mit dir selbst bewusst sein, deine Werte achten und dass du durchsetzen lernst im Leben. Mit deinem Wertebewusstsein bist im Leben. Und natürlich die Berufung. Wenn ich das gesamte Horoskop anschaue, du hast eigentlich Glück auch in Partnerschaft. Steht die Venus auch im siebten Haus. Aber dieses Glück in dein Leben kommt nach meiner Meinung nach erst, wenn du dich zu dir selbst stehst. Wenn du mit deinen Werten bewusst bist. Wenn du keine Angst hast um die Finanzen, sondern beweisen kannst, das schaffe ich alleine. Wenn du diese Kraft zeigst, die Venus-Energie hast du, da hast du keine Lernaufgabe. Das hast du als Geschenk bekommen. Das kannst immer überall nutzen und damit hast du überhaupt kein Thema. Mit deiner spielerischen Art oder deiner jugendlichen Frische hast du auch kein Thema. Wo du Themen hast, deine Kraft, diese männliche Energie, sich durchsetzen im Leben. Das fehlt noch ein bisschen. Und wenn du das an dir entdeckt hast, weil wir Menschen haben, wir Frauen haben auch männliche Energie an uns, nicht nur weiblich. Auch wenn wir durch und durch weiblich fühlen oder als Frau sind, trotzdem brauchen wir auch männliche Energie, weil das brauchen wir uns durchsetzen im Leben. Wir brauchen diese Kraft, und von etwas überzeugt zu sein, das ist Zeugungskraft, das ist Mars, das ist männlich. Männer haben auch weibliche Energie, die haben auch Schönheitssinn oder die brauchen auch Harmonie oder Ästhetik und sie lieben auch die schönen Dinge im Leben.
auch wenn sie durch und durch männlich wirken und muskulös sind. Das ist nicht gemeint, dass wir muskulös sein müssen, sondern diese männliche Kraft. Wenn du das an dir entdeckt hast, diese männliche Kraft an dir, und das bedeutet durchsetzen im Leben, diese Überzeugung von dir selbst, Überzeugungskraft, und auch dich mal wehren und mal dich selbst beschützen, und es geht nicht immer in Venus-Energie, sondern da brauchen wir die Mars-Energie, dass wir mal lauter sind und kämpfen mal im Leben. Oder das bedeutet nicht, dass wir andere angreifen sollen. Aber wenn uns jemand angreift, dann darfst du erlauben, auch mal lauter zu werden. Das meine ich damit. Und wenn du das an dir entdeckt hast oder gelernt hast, beziehungsweise nicht entdeckt, weil du bist durch und durch Venus, sondern lernen. Das ist deine Schule, deine Lernaufgabe. Wenn du lernst, diese männliche Energie, was an dir ist, rauszuholen, beweisen, dass du das kannst, dann erst dann kommt eine erfüllte Partnerschaft. Dann kommt die zweite Hälfte in dein Leben, der Mann. Aber erstmal an dir auch diese männliche Energie zu entdecken und natürlich zeigen. Das ist die Durchsetzungskraft, die Überzeugungskraft, auch dass du dich selbst beschützt, dass du wehren kannst, dass du etwas anpackst, dass du mutig bist, dass du dich beweisen kannst. Wenn du in diesem Bereich bewiesen hast, dann hast du die Lernaufgabe gemacht und dann kommt als Belohnung der Mann. Was ist meine Berufung? Die sechste Haus beschreibt unsere Alltagsbewältigung, hat oft mit Beruf zu tun, weil nur so können wir den Alltag bewältigen. So können wir unsere Rechnungen zahlen, unsere Pflichten nachgehen, wenn wir was arbeiten. Und das beschreibt die sechste Haus. Die wahre Berufung liegt aber der höchste Punkt im Horoskop, die Spitze des zehnten Hauses, wo man Anerkennung bekommt, die Ziele, die großen Ziele im Leben. Und wenn ich die beiden vergleiche, gehen wir mal in deine Alltagsbeschäftigung oder die Arbeit. Nicht einfach für dich. Das ist im Tierkreis einen Fischen. Da steht Lilith zwar im Grenzbereich zwischen 5. und 6. Haus, aber wirkt auf dem 6. Haus auch. Dann heißt Chiron hier und auch Saturn. Also Lernaufgabe. Fischen. Das Wasser zeichnen. Das muss fließen. Aber bei Tierkreis einen Fischen handelt es sich um zwei Fischen. Die eine schwimmt nach rechts, andere schwimmt nach links. Und es ist nicht immer einfach, mit dieser Energie alles in Fluss zu bringen. Wenn man das so mit Kopf gesteuert ist, dann geht das nicht, weil das geht die Kräfte auseinander. Bei Fischen ist es wichtig, dieses Urvertrauen, dass alles fließt. Und die Fischengeborenen, jetzt meine ich jetzt nicht unbedingt jetzt die dein Horoskop, du bist nicht im Tierkreis einen Fische geboren, trotzdem wirkt bei dir in Alltagsbeschäftigung deinem beruflichen Feld nur am Rande, damit dann besser die berufliche Situation erklären kann. Die Fischemenschen, wo diese Vertrauen haben, mit denen fließt alles. Und ganz viele Bankier oder die, wo mit Geld arbeiten, haben eine Fischerbetonung, weil die das Energie des Geldes vertrauen, weil das fließt, weil diese Urvertrauen haben, dass das kommt und daran zweifeln sie nicht. Dann geht der Fluss in eine Richtung und das können sie energetisch bewirken. Und genau das brauchst du auch. In deiner beruflichen Situation, diese Urvertrauen,
wenn du versuchst, da allzu überlegend zu sein, was mache ich beruflich und was könnte ich besser, wenn das mit Verstand geht und versuchst, das analysieren oder nachzudenken, wie kann ich besser im Berufsleben mich einleben oder Erfolg haben oder mich beliebt zu machen, und versuchst, an andere zu denken, anpassen, ich glaube, das ist das richtige Wort, anpassen in berufliche Situation, damit du beliebt bist. Das brauchst du mit vagen Eigenschaften und mit Venus, das ist dir wichtig, sehr wichtig, dass du beliebt bist und du hast eine harmonische Umgebung hast, weil du durch und durch Venus betont bist. Und im Arbeitsplatz hast du das nicht einfach, weil du versuchst, dich beliebt zu machen. Ganz normal, weil dieses Bedürfnis hast du an dir. Weil nur in solcher Umgebung fühlst du dich wohl. Was passiert dann? Dass sie dich verletzen, dass sie dich ausnützen. Und da hast du ein Thema. Und es ist nicht so einfach und nicht so leicht, dich vorstellen in eine angestellte Verhältnissen. Entweder wirklich bist du schon so stark, dass du diese Mars-Energie an dir entdeckst und die durchsetzen kannst und mal in die beruflichen Situation schlagfertig bist, dann hast du weniger Probleme. Aber du hast dieser Kern an dir, die Stiere und die Waage, Venus und nochmal Venus, dass du immer zu deinem Kern zurückkehrst und dass du dieses Urbedürfnis hast, eine harmonische Umgebung. Weil wenn das nicht gelingt und immer Krieg herrscht und Stress, du hältst es nicht aus, weil du bist in solcher Umgebung krank, das kränkt dich schlicht einfach. Deswegen ist es schwierig. Ich würde mehr empfehlen, diese Aussage von Tierkreiszeichen Fisch zu verstehen. Das Fluss, das Leben, das Fließen lassen. Wenn du das so energetisch rauskriegst und sagst, ich habe keine Lust, in Arbeitsplatz zu kämpfen, weil einmal, zweimal kann ich vielleicht, aber jeden Tag, das kränkt mich. Und es ist tatsächlich so. Sondern lieber denken, ich vertraue mein Schicksal oder liebe Gott, dass ich zu dem richtigen Berufung geführt werde. Und ich lasse es einfach fließen. Und ich immer in die gleiche Richtung meine Energie lenke, dass diese zwei Fischen in eine Richtung schwimmen. Und immer da die Gedanken, könnte ich sagen, Visualisierung, fokussieren. Ich erreiche mein Ziel, meine Berufung. Und ich weiß, in diese Richtung fließt es alles. Versuch mal das erstmal so energetisch probieren und diese Vertrauen, dass das in die richtige Richtung fließt. Weil im Alltag versuchen, dich durchzukämpfen im Beruflichen, immer wieder gelingt dir das auch. Aber wenn das nicht harmonisch ist und du musst dich unterordnen, und fühlst du dich verletzt und dann kommen noch alte Erinnerungen, alte Verletzungen, fühlst du dich im Arbeitsplatz nicht wohl. Und du kannst nicht leicht unterordnen, weil hier ist Lilith. Damit kann ich vielleicht besser erklären, wenn ich kurz mal erzähle, was ist diese Lilith? Wer ist diese Lilith? Das heißt im beruflichen Feld. Lilith war die erste Frau von Adam.
Und diese Lilith hat eine göttliche Abstammung gehabt. Und die Götterwelt, damals haben sie gesagt, wir schenken Lilith zu Adam. Der Unterschied war zwischen den beiden, dass Adam menschlich war und Lilith hat eine göttliche Abstammung gehabt. Die beiden haben sich zwar verliebt, aber in Partnerschaft hat es nicht funktioniert. Weil Adam wollte etwas bestimmen. Die Geschichte ging um Intimität, dass Adam über Lilith ist und Lilith ist unten. Aber das ist symbolisch gemeint, symbolisch. Das bedeutet, Adam versuchte als Mann über Lilith zu stehen. Und Lilith sagte, nein, Adam, das lasse ich nicht zu. Immerhin habe ich eine göttliche Herkunft. Und Lilith hat Adam verlassen, hat nie zurückgekehrt. Die Sehnsucht war immer da bei den beiden. Aber sie kehrte zurück zu ihrer Göttlichkeit. Was bedeutet das symbolisch in deinem Horoskop? Dass du nicht unterordnen kannst, weil dir das weh tut. Da kommt das Energie, das Lilith. Ich lasse mich nicht unterordnen. Und wenn ein Vorgesetzter hat, bei dir geht es das um berufliche Situation, wo sich benimmt, wie Adam versucht hat, ich bestimme dir etwas. Wenn du in solche Situationen kommst im Arbeitsplatz, und das ist oft so, wenn man einen Chef hat oder Chefin, egal, dass du da Konflikt hast, dass du dich da weigerst, innerlich, vielleicht sagst du nichts, weil versuchst, alles harmonisch regeln. Du schluckst mal einmal, sagst nichts, aber du fühlst du dich verletzt. Und nicht nur die Lilith ist das, sondern Chiron auch. Und Chiron zeigt immer an im Horoskop, wo unsere Verletzungen liegen. Und das sind deine Verletzungen, wenn jemand im Arbeitsbereich ständig dir etwas befehlt. Du erträgst es nicht. Entweder laufst du weg oder duldest es, aber geht es dir dabei nicht gut, weil das kränkt dich. Chiron kann im Arbeitsbereich natürlich eine andere Aussage auch haben. Die Berufung, die Interesse auf dem Gesundheitsbereich. Ob jetzt körperliche Erkrankungen sind oder seelische Erkrankungen, hat Chiron schon einen Bezug zu Krankheiten. Und das in deinem beruflichen Feld, das wäre vielleicht eine Richtung. Aber Chiron war nicht nur ein Heiler, sondern Chiron war auch ein Künstler. Und Chiron war auch der Ratgeber aller Helden und Götter. Also das wäre mal vielleicht eine Richtung beruflich, heilerische Tätigkeit, eine Beratungstätigkeit. Aber Chiron hat einen Bezug auch zur Kunst, besonders zur Musik. War von Apollo erzogen, so die Stiefvater. Oder Apollo hat ihn großgezogen und es hat alles von dem Sonnengott gelernt. Die Heilkunst, die Weisheit braucht man zur Beratung und auch die Musik, das Kunst. Und dann kommst du wieder in Einklang zu deiner Venus-Betonung, hat auch was mit Schönheit und mit Kunst zu tun. Also das wäre mal so berufliche Richtung. Wichtig ist, entweder lernst du durchsetzen im Beruflichen oder versuchst eine Berufung finden, wo niemand über dich steht. Dann tust du dich leichter. Und die Bereiche wäre Kunst, Musik, ich verknüpfe auch mit Tanz, Bewegung, auch mit Beratung, auch mit Heilung. Und die nächste Frage ist meine Fähigkeiten, meine Talente. Fähigkeit, was für Fähigkeiten hast du? Du hast Aszendent Waage. Das heißt, dein Auftreten ist anziehend, liebevoll, ästhetisch, weiblich. Das heißt, mit deinen
Auftreten oder dieser erste Eindruck, was du hinterlässt bei Menschen, ist sympathisch. Also könntest mit Menschen arbeiten, weil die finden dich sympathisch, anziehend. Dann hast du Merkur, die Planet für Kommunikation, wie man sich ausdrückt, die Sprache auch. Hast du im Tierkreiszeichen Stier, ruhig, nachdenklich. Zwar kann man ein Stiermensch auch reizen und kann natürlich auch die Vulkan ausbrechen, aber mal im Regen sind die Stiermenschen ruhig. Also du hast die Merkur hier, die Sonne auch natürlich, die Sonne auch, aber Merkur hast du auch hier. Das heißt, wie du dich ausdrückst, wie du mit anderen Menschen sprichst, hast eine ruhige Art an dir. Und so kannst du dich auch ausdrücken, also feinfühlig ausdrücken. Das macht dich auch sympathisch. Also das wäre mal eine Fähigkeit, wo du sagst, mit Menschen arbeiten, weil hast du diese Anziehungskraft, kannst mit Menschen sprechen, weil das ist feinfühlig, sehr feinfühlig und auch ruhig, hast eine ruhige Art. Dann hast du Mars im Stier auch. Das heißt, durchsetzen. Es ist für dich mit dieser Venus-Energie, die Mars ist nicht leicht durchzusetzen. Weil über die Tierkreiszeichen Stier herrscht der Planet Venus. Und die Venus ist sehr friedlich und harmoniebedürftig. Und Mars hier durchsetzen ist nicht immer einfach. Aber das gibt dir trotzdem Kraft. Also das alles eignet sich für dich, mit Menschen zu arbeiten. Weil das macht dich alles beliebt. Wo hast du Talente und Fähigkeiten? Mit dieser Venus-Betonung, alles, was die Damenwelt gefällt, Mode, Kosmetik, Schmuck, Einrichtung, Dekoration, alles, was schön ist, hast einen Bezug dazu. Dann die Kunst, die Musik oder vielleicht anderen auch Tätigkeit im künstlerischen Bereich. Hast auch ein Talent dazu. Also alles, was mit Schönheit zu tun hat. Alles, was weiblich ist. Alles, was künstlerisch ist. Hast die Talent und hast du die Begabung. Ich könnte es sogar vorstellen, auch weil die Merkur wirkt hier auch, dass du vielleicht mit Schriften auch ausdrücken könntest. Dass du deine Gedanken im Buch fasst oder etwas veröffentlicht in schriftlichen Format, könnte ich bei dir auch gut vorstellen. Vor allem hast du die Sonne in Grenzen zwischen Stier und Zwilling, also hast ein bisschen Zwillingfärbung und die Mond steht am Zwilling. Und es ist auch Kommunikation, Vermittlung, vermitteln etwas. Da könnte ich auch vorstellen. Also das wäre auch ein Bereich. Dein höchster Punkt im Horoskop ist im Tierkreis einen Krebs. Das ist familiär, zeigt aber auch Selbstständigkeit an. Also eine selbstständige Berufung würde dir sehr gut passen. Aber die Krebs auch hat eine Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt zu spüren. Nicht im Kopf nachdenken oder berechnen, das ist nicht krebsartig. Sondern das ist die Geburt an etwas. Die haben diese Feingespür, das kann jetzt etwas geboren werden. Das kann eine Idee sein, eine Umsetzung an etwas, ein Neuanfang, auch beruflich. Und das versuchst, wenn du das versuchst, in deinen beruflichen Weg auch umsetzen, dass du diese Gespür hast, diese auch wieder inneren Stimme, dieses Gespür hast, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, etwas Neues anzufangen. Und die Kraft hast du, etwas Neues anzufangen, weil dein Mond ist in einer zunehmenden Phase, entfernt sich gerade von dem Neumond, wo alles verdunkelt ist
und hat man keinen Überblick. Und trotzdem hast die Energie, was Neues zu beginnen. Das könntest du umsetzen, etwas Neues zu beginnen. Eine selbstständige Tätigkeit für dich selbst, aber mit diesem Talent, mit dieser Fähigkeit, vielleicht als Ratgeber für andere zu sein, dass die andere das auch, wann genau oder mit welchen Ideen könnte man einen Neuanfang schaffen. Wege zeigen zu anderen, das ist die Lösung für die Probleme, das ist der Ausweg von der Situation. Weil wenn viele Menschen nicht mehr weiter wissen, wie das weitergehen soll, du hast eine gute Idee dann. Und da könntest ein Wegweiser sein. Und mit diesen Krebseigenschaften, auch wenn du deine Intuition hörst und einen Zugang zu deiner inneren Welt findest, dann wirst du das spüren, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wichtig ist, dass du Selbstvertrauen hast, dass du an dir nicht zweifelst, dass du mit deinen Werten bewusst bist, dass du dich umsetzen kannst und auch klare Entscheidungen treffen kannst. Dann liebe Partnerschaft. Mal grundsätzlich verspricht die Venus im siebten Haus, dass mal grundsätzlich Glück hast. Aber hast eine Lernaufgabe. Und die Lernaufgabe ist, dass du das Gefühl bekommst, ich pack das Leben. Ich kann mich da durchsetzen. Mich kann nichts erschüttern. Und egal wie das Leben, welche Wellen im Leben kommen, wie hoch die Wellen sind, ich habe immer eine gute Idee, ich habe immer einen Ausweg, ich habe immer die Kraft. Und diese innere Kraft, das hole ich nicht bei dem Partner oder beim Mann, das habe ich an dir. Wenn du diese Stärke an dir hast und dich das auch verdrehst, weil du das glaubst, weil an dir selbst glaubst und das auch im Alltag auch mal durchsetzen kannst und dabei bleibt, also nicht zurücktreten und sagen, oh, ich habe was gesagt, aber bitte entschuldige mich, ich habe das wirklich nicht so gemeint und oh, ich hoffe, du bist nicht böse auf mich. Nicht so handeln. Wenn du im Rechten bist, dann bist im Rechten. Dann hast du das Recht zum Sagen. Und 5 Minuten später gilt immer noch dasselbe Recht. Steh zu dir selbst. Nicht unüberlegt jemand angreifen oder etwas sagen, was keinen Sinn hat. Das ist nicht gut. Aber wenn es darum geht, dass du zu dir selbst stehen musst, wenn es darum geht, dass andere dich verletzen, wenn es darum geht, dass du selbst Schutz brauchst, wenn es darum geht, dass du deine Rechte holst, dann nimmt dieser Recht. Und dafür nicht entschuldigen. Ja, nicht entschuldigen. Weil damit zeigst du Schwäche. Sondern dann bleibt es dabei. Und dann bitte versuch auch ruhig zum Schlafen. Die andere wird das verkraften, glaub mir. Also, das ist vielleicht auch ein Punkt. Und ich denke, ich bin ziemlich sicher sogar, wenn du diese Lernaufgabe gemacht hast, dann hast du eigentlich alles gelernt, warum du hier bist auf dieser Erde. Und dann kommt die Belohnung. Und was ist die Belohnung? Eine schöne Partnerschaft. Und dieses Glück hast du. Das bedeutet, du wirst deine zweite Hälfte im Leben finden und du wirst eine schöne Partnerschaft eingehen. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen deine Zukunft an. Wenn ich dein Lebensalter anschaue, die Horoskop zeigt auch unseren Lebensweg. Und dann sind die Astrologen zwar nicht einig, ob diese Lebensphasen 6 Jahre sind oder die Lebensphasen sieben Jahre sind. Ich vertrete die Meinung, dass die Lebensphasen 7 Jahre sind. Und das verknüpfe ich oder betone ich oder erkläre ich auch mit der Uranus-Bewegung. Weil Uranus braucht 84 Jahre durch den 12 Tierkreis seinen sich zu bewegen und ist in ein Hausbereich immer
nicht Hausbereich, Entschuldigung, Tierkreis zeichnen, in einen Tierkreis zeichnen, befindet sich Uranus 7 Jahre lang. Das ist immer so meine Erklärung dazu, aber auch von meinem eigenen Leben. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass wir 7 Jahre Perioden haben. Und wenn ich dein Horoskop anschaue, wo stehst du jetzt gerade, in welcher Periode? Du hast die Wiederzeit beendet gerade. Wiederzeit bedeutet viel Neuanfänge, Veränderungen, vielleicht Kampf auch im Leben. Nicht immer einfach. Das ist auch oft, muss das Mut haben. Das ist jetzt vorbei. Die nächste Periode, wo jetzt bei dir gerade begonnen hat und dauert etwa 7 Jahre lang, das ist die Stierperiode. Und die Stier ist eine ruhigere Zeit. Auch das Genuss. Bei Stier geht um Finanziellen, bei Stier geht um die Stabilität und Sicherheit. Und das könnte gut passen zu einer Selbstständigkeit. Das heißt, die Periode, was dir jetzt gerade begonnen hat und in die kommenden 7 Jahre erlebst, geht bei dir um Sicherheit, Stabilität, viel mit Geld. Bei Stier oft ein eigenes Zuhause, ein eigenes Heim, ob Haus oder Eigentumswohnung, viel Regen im finanziellen Bereich, etwas ruhiger, aber auch viel Genuss und da kommt es wieder im Bereich Schönheit und Harmonie. Also in dieser Zeit hat sich bei dir begonnen. Im Bereich, im Hausbereich geht es schon um Finanzen auch. Das bedeutet, in die nächste Zeit kommt bei dir diese finanzielle Sicherheit auch oder viel Gedanken, woher kommt das Geld, wie ist das finanziell, diese, was kommt finanziell auf mich zu oder auch die Absicherung, vielleicht auch Geldanlage, könnte auch Erbschaft sein, dass du in die nächste Zeit Erbschaft bekommst. Und jetzt zurück noch zu deiner Frage, weil jetzt bei den Finanzen ist mir da eingefallen, ich habe eine Frage nicht beantwortet, war nicht absichtlich, ich habe das irgendwie übersprungen, aber jetzt bei Geldfragen ist mir dann eingefallen, du hast eine Frage gestellt über deine finanzielle Lage. Skorpion ist hier, auch Neptun. Das bedeutet, es ist nicht einfach daran jetzt vertrauen, du hast die große Gewinne oder das Geld fließt auf dich zu oder große Glück im Geld, sondern es ist eine Wandlung. Bei Skorpion geht es schon um eine Wandlung. Wie wandelst du deine finanzielle Lage? Das ist auch ein Lernprozess. Hast auch die Mondknoten hier, die absteigende Mondknoten hier im 2. Haus, die aufsteigende Mondknoten im 8. Haus, beide hat auch mit Finanzen zu tun. Und das bedeutet, in deinem alten Karma hast du finanzielle Verluste gehabt. Ich würde sogar behaupten auch, dass du auch betrogen wurdest finanziell. Natürlich, das ist Erinnerungen, was dich etwas unsicher macht oder dass du nicht alles so vertraust finanziell. Trotzdem versuch, da von diesem Gefühl rauszukommen. Wie verbesserst du die finanzielle Lage? Schlicht einfach, wenn du das wandelst, wie eine Art Magie. Und es kommt von den Inneren, von deinen Inneren, weil das ist die Quelle. Und dein Inneren ist deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Also, das ist mal die erste Baustein. Gesund über Geld zu denken, nicht im Verlust denken. Oh, jetzt habe ich wieder eine Rechnung. Oh, jetzt muss ich das zahlen. Oh, ich habe Angst, dass das Geld weg ist.
also positiv über das Geld denken. Also ein gesundes Denkvermögen über die Finanzen. Das ist mal die A und O. Damit fängt man an. Alles beginnt mit einem Gedanken. Dann kommt das Gefühl dazu. Genauso wichtig wie der Gedanke. Wie fühle ich mich bezüglich auf Finanzen? Wenn du Verlustängste hast, wirst du verlieren. Weil du ziehst das, du strahlst es aus und du ziehst es an. Das ist ein kosmisches Gesetz. Wie innen, so ist es außen. Kann ich dir die Hand im Feuer legen. Also gesund über Geld oder Rechnungen denken, die Gefühle achten, dass du keine Angst hast, Verlustängste, sind nämlich Karma, alte Karma, kommen, also kein Wunder, wenn da alte Erinnerungen kommen. Also versuch es loszulassen, die alten Erinnerungen, das hat mit deinem jetzigen Leben nichts zu tun, sondern die Gefühle achten, diese Ängste loszulassen, keine Angst um deine Zukunft oder über deine Existenz, sondern im Vertrauen bleiben. Dieser Skorpion im zweiten Haus ist nämlich die Magie, die Wandlung. Und das ist die Quelle. Skorpion ist die innere Kraft, die Brunnen dieser Quelle. Und das sind bei dir in Finanzen. Also, du kannst deine finanzielle Lage verbessern durch Magie, durch die Energie. Und das ist dein Denken und dein Fühlen. Punkt 1. Punkt 2. Die alte karmische Erlebnisse bezüglich Finanzen, weil du da Verlust gehabt hast oder vielleicht jemand dich betrogen hast. Dieses Gefühl loslassen. Punkt 3. Im Fluss zu bleiben. Vertrauen, dass das fließt. Also schenkst du dir Vertrauen. Punkt 4. Deine Werte. Weil das hängt zusammen. Deine Einstellung zu dir selbst. Und hier geht um Werte. Hier geht um Selbstwertgefühl. Und das macht, das ist wie ein Stempel auf die Finanzen. Und das ist eigentlich, was du umsetzen kannst, und das kannst energetisch gut, weil hier ist deine absteigende Mondknoten. Das heißt, wenn du in diesem inneren Quelle vertraust und es schenkt dir die Skorpion, dann kannst dein Geldsituation verbessern und den Fluss zu bringen. Und dann hilft natürlich die Stiereigenschaften. Du hast die Sonne im Stier, dein Kern. Du hast die Merkur im Stier, die Sprache, die Handlungen. Du hast die Mars im Stier, dein, wie du das umsetzt im Leben. Also, das heißt, diese inneren Energie, diese Magie, die Energie des Geldes innerlich, magisch, im Inneren vorbereiten und mit Stier, mit dieser Erdhafte, kannst du es in Materie umsetzen. Wenn du Ängste hast und Zweifel und fehlt die Selbstwertgefühl und fühlst du dich verletzt und fühlst du dich ausgenutzt und zweifelst du daran, das sind die Blockaden. Und dann kommst du von der Situation nicht raus. Also, wichtig ist innerlich denken, fühlen, ein gesundes Selbstwertgefühl, die männliche Energie an dir entdecken und nützen, das heißt dich durchzusetzen und dafür nicht entschuldigen, auch kein schlechtes Gewissen haben, sondern ruhig schlafen, den Schlaf genießen und das auch Vertrauen, deine berufliche Situation, dass das fließt
auch Vertrauen, dass du eine tolle Ausstrahlung hast, dass die Menschen dich mögen und du kannst gut kommunizieren mit Menschen und du kannst Menschen Kraft zu geben, Auswege zu finden, mehr in die Richtung selbstständige Arbeit denken, weil du erträgst nicht, wenn jemand über dich steht. Und wenn du das alles verinnerlicht hast und hast diese innere Kraft, dann kannst du das umsetzen im Praktischen. Und wenn du das bewiesen hast, hast du die finanzielle Stabilität, hast du die finanzielle Sicherheit und als Belohnung hast dein Mann. Und jetzt die Lebensalter haben wir besprochen, das bei dir begonnen hat, die Stier. Und schauen wir mal, was habe ich da aufgeschrieben. Ah ja, jetzt weiß ich. Das bedeutet, dass in deinem Lebensalter, in dieser 7-Jahre-Periode, hat bei dir die Stier begonnen. Das ist etwas ruhiger, das ist bodenständig, das geht auch um Sicherheit, das geht um Genuss, aber auch Stabilität, es geht auch um Geld auch. Es kann Erbschaft, also du stabilisierst deine finanzielle Lage. Du könntest in diesen 7 Jahren Erbschaft haben und auch eine Begegnung mit einem Mann, wo dir auch dann die Sicherheit, Stabilität bringt oder gibt dir die Sicherheit und Stabilität. Aber nicht vergessen, du hast eine Lernaufgabe hier erstmal selbst dich zu beweisen, dass du das auch alleine auch meisterst. Und weil du eben in diesem Stierphasen bist, das ist wie unsere Schritte machen. Das beginnt im Aszendent, da fangen wir an, die ersten Schritte machen. Dann ist die erste 7 Jahre, dann von Geburt bis 7. Lebensjahr und dann von 7. Lebensjahr bis 14. Lebensjahr, vom 14. bis 21. Lebensjahr und so machen wir unsere Schritte. Und du machst gerade deine Schritte im Tierkreiszeichen Stier und erlebst, dass das so ist in deiner Umgebung jetzt gerade, das, was du in den kommenden 7 Jahren so erlebst. Aber du hast einige Planeten im Stier. Das heißt, wenn du deine Schritte machst, du triffst mit diesem Planeten, mit Merkur, hast mehr Kontakte. Die sind auch stabil, weil das im Stier ist, Stabilität. Also Kontakte, Begegnungen, Freundschaften, wo dir bodenständig, realistisch und auch stabil sind. Dann ist Mars da. Was ist Mars im weiblichen Horoskop? Der Mann. Also Begegnung mit einem Mann, wo auch wichtig ist. Also mit deinen Schritten kommst du schon zu Begegnungen. Die Sonne ist auch männlich. Zwar hat einen Bezug zu Vater, aber drückt auch Männlichkeit aus, aber das ist auch dein inneren Kern auch, dass du dann zu dir selbst findest. Und da fällt mir immer der Spruch von Pythia an, im Orakel von Delphi, in dieser Tempel, die Apollo-Tempel, wo Pythia sitzt, da steht doch im Eingang geschrieben, erkenne dich selbst. Und wenn du mit deinen Lebensschritten auf deine Sonne zugehst, dann was passiert dann? Genau das. Erkenne dich selbst. Also das kommt noch. Und wie ist jetzt bis in deine Zukunft? Jetzt, wo war ich denn? Ah ja, ja, jetzt habe ich das richtig, okay. Schauen wir mal, analysieren wir das noch weiter. Chiron ist ein Kleinplanet, Planet kann man gar nicht sagen, das ist ein Asteroid zwischen Saturn und Uranus. Das ist die Heiler, wie ich schon sagte. Chiron wurde von Apollo großgezogen und hat die Heilkunst, aber auch die Musik, die Kunst gelernt von Apollo, aber wurde auch
als Ratgeber. Die ganzen Götter, Helden kamen auch zu Chiron. Chiron zeigt aber unseren Horoskop an, wo wir Verletzungen haben, was uns kränkt. Ein schwacher Punkt. Und jetzt zur Zeit hast du ein Chiron wiederkehrt. Wiederkehr in dein Horoskop. Seit heute ist Chiron auch rückläufig, alte Erinnerungen. Das bedeutet, dass du im Augenblick alte Verletzungen spürst. Bei dieser Rückläufigkeit hat auch mit Verletzung, mit Vergangenheit zu tun. Also das ist die jetzt gerade, was haben wir heute? Ich glaube 25. Juli 2016. Das heißt, Chiron befindet sich jetzt momentan in diesem Punkt im Horoskop und es ist im Tierkreiszeichen Fischen bei dir in Alltag, beruflicher Situation, wo ein Wiederkehr da ist. Das heißt, Verletzungen, etwas kränkt dich. Das kann in dein Alltag, aber kann auch in deiner beruflichen Situation sein, dass du das momentan spürst. Weil das ein Wiederkehr ist und noch dazu, dass Chiron auch gerade rückläufig ist, das hat mit Vergangenheit zu tun. Im Augenblick erlebst solche Stimmungen oder Tage, dass es alte Verletzungen hochkommt, dass du das fühlst, diese alte Verletzungen, alte Wunde kommt wieder in Berührung, alte Wunde, das ist gerade, was du so erlebst. Vielleicht da auch lernen, das loszulassen und in Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit. Dann ab 20. September 2016, ich wiederhole, ab 20. September 2016 Jupiter, der Glücksplanet, wo uns Möglichkeiten und Chancen gibt im Leben, erreicht den Aszendent, berührt dich persönlich. Wird auch nicht nur im Aszendent sich befinden, wo eine persönliche Berührung kommt, sondern bleibt mal ein Jahr in dein erstes Haus. Das ist auch deine Persönlichkeit. Das bedeutet so, ab 20. September 2016 gibt es für dich persönlich mehr Chancen, mehr Möglichkeiten im Leben. Du wirst mehr wahrgenommen. Du hast mehr so, jetzt fällt mir die richtige Wort nicht. Zufälle, genau, Zufälle. Mehr Zufälle im Leben, was dir auch dich persönlich Glück bringt. In diesem Zeitraum, vielleicht ändert sich deinen Äußeren, andere Frisur oder andere Kleidung, hast du mehr Möglichkeiten, da dich in Form zu bringen, kannst du dich mehr präsentieren, du wirst mehr wahrgenommen, bekommst du mehr Chancen und Möglichkeiten und mehr Glück in dein Leben, in deinem persönlichen Umfeld auch, was dich so persönlich trifft. Und dieser Zustand wirst du erleben ab 20. September 2016, etwa ein Jahr lang. Dann schauen wir mal die nächste Einfluss vom Planet, das ist die Saturn-Einfluss und das ist dein Umfeld, deine Umgebung, aber auch deine Verwandtschaft. Und das ist auch eingeschlossen in dein Geburtshoroskop. Also, du hast irgendwie keinen Zugang zu Verwandtschaft. Und das wird auch jetzt momentan noch überprüft, die Bindung zu deinen Verwandten, aber auch die Bindung zu deinem engen Umfeld. Hat auch etwas, was mit Lernen auch zu tun. Die Austausch mit deinem Umfeld, die Kommunikation, die Begegnungen mit deinen Mitbürgern, wo in deinem engen Umfeld leben. Das ist der Ort, wo du lebst, die Nachbarschaft. Aber die
auch die Verwandtschaft oder die Verwandtschaft ist auch gemeint. Also dass das in die jetzt, also jetzt momentan, wie dieser Planet Saturn wirkt hier, dass du gerade das in Ordnung bringst. Die Kontakte zu deinem engen Umfeld, Nachbarschaft und die Kontakte zu deiner Verwandtschaft steht unter die Prüfung, ist auch eingeschlossen, da fühlst du dich wie eingesperrt und du sollst von dieser Zustand dich befreien. Ich könnte es sogar vorstellen mit diesem Venus-Betonung, dass du nicht traust, etwas zu sagen, was du nicht willst oder was dir nicht passt, sondern du versuchst anzupassen in Verwandtschaft, anzupassen in dein Umfeld, anzupassen in deine Nachbarschaft auch, dich beliebt zu machen. Brauchst du nicht. Du bist so oder so beliebt, weil du hast diese Ausstrahlung. Aber wenn du etwas nicht gefällt oder wenn du etwas nicht machen möchtest, dann steh zu dir selbst und trau es zu, mal Nein zu sagen. Die werden dich trotzdem lieben. Befreie dich. Dieser Saturn-Einfluss im dritten Haus gerade, was eingeschlossen ist und die Wirkung gerade energetisch von Saturn in diesem Bereich, ist für dich eine Art Befreiung. Aber diese Befreiung kommt dann, wenn du zu dir selbst stehst und nicht, weil du die anderen anpassen möchtest, damit du beliebt bist, gilt die Nachbarschaft, die Umgebung oder deine Verwandtschaft auch. Und das ist die Lernaufgabe. Das, was Saturn als Lernaufgabe erteilt, die Umgang, dass du mal auch Nein sagst, dass du zu dir stehst und weil hier um eingeschlossene Zeichen hast in deinem Geburtshoroskop, dein drittes Haus ist eingeschlossen, das heißt eingeschlossen fühlen, wie im Gefängnis. Und wenn jemand eingeschlossen fühlt, dann möchte er sich befreien. Und genau das, was deine Lernaufgabe durch den Saturn-Einfluss hast gerade, dich befreien von diesem Zustand. Und das kannst du nur befreien, wenn du in jeden Entscheidungen oder bei jeder Begegnungen immer zu dir selbst stehst. Auch wenn die anderen mal erstmal sagen, du bist egoistisch geworden, steh zu dir selbst. Die Menschen werden dich so auch akzeptieren und lieben. Dieser Saturn-Einfluss in deine Umgebung wird bis Januar 2018 beziehungsweise bis Dezember 2017, genau, bis Dezember 2017 wirkt. Dann hast du hier eine Lernaufgabe, dich zu befreien von diesen eingeschlossenen Zeichen und ab 7. Januar 2018, ich wiederhole, ab 7. Januar 2018 ändert sich etwas in deinem wohnlichen Bereich. Das kann auch ein Umzug sein und ich vermute es sogar, wenn der Saturn, gibt es immer größere Veränderungen im Leben, dass es wirklich um Umzug handelt. Wo bei dir gerade wirkt, das ist Uranus in dein Partnerschaftshaus, das siebte Haus. Jetzt mal nachdenken, weil das geht jetzt nicht in Zukunft, sondern in Vergangenheit. In Vergangenheit, ich gebe dir mal zwei Daten nachzudenken. Was war da? Es war vielleicht nicht unbedingt Glück, weil da hast du auch eine Lernaufgabe gehabt, etwas zu beenden, etwas zu verändern. Da kam ein Pluto-Einfluss, nämlich es lag in Vergangenheit, wie hast du das erlebt? Und da hast du eine Lernaufgabe gehabt, etwas loszulassen, etwas beenden und etwas verändern auch. Und das war zwischen April und Mai 2015. Ich wiederhole, April, Mai 2015, das musste
Beziehung sein oder Partnerschaft und du hast eine Lernaufgabe gehabt, etwas zu verändern oder loslassen oder etwas verändern oder was Neues, eine Veränderung, aber auch loslassen. Und das war eine Lernaufgabe April, Mai 2015. Und das gleiche Energie war schon mal, weil dann kam so Rückläufigkeit von Uranus am August 2014 so ähnlich. Also ich wiederhole die Daten, August 2014 und April, Mai 2015 hast du eine Lernaufgabe gehabt bezüglich Liebe, Partnerschaft, eine Veränderung, vielleicht ein Neuanfang, aber auch gleich durch Pluto-Einfluss etwas beenden oder loslassen oder Trennung. Dann hast du in Vergangenheit auch etwas erlebt, was dich verletzt hat oder erinnert hat in deine alte karmische Verletzungen. Und das war Februar, März 2014. Das ist auch wieder so zum Nachdenken. Wie hast du das erlebt? Februar, März 2014. Alte Verletzungen, also Verletzungen und Erinnerungen an alten Verletzungen. Momentan hast du in dein Privatleben, in dein Zuhause, in deinen eigenen Wänden, ist eine Art Aufräumen. Pluto-Einfluss. Pluto ist machtvoll und sehr kraftvoll, aber auch wenn es um die kleinste Planet handelt. Und Pluto kann seine Kraft nur so behalten, wenn auf dem Wesentlichen konzentriert und alles, was nicht funktioniert, verabschiedet. Dieser Pluto-Einfluss hast du jetzt gerade zu Hause in deinen eigenen vier Wänden, in deinem engen Privatleben. Danach zu denken, was hindert dich, in Kraft zu bleiben? Sind die Personen da, wo dir Zeit und Energie rauben? Dann das Verabschieden. Ist das ein Gegenstand, wo immer du stolperst und jeden Tag denkst du, na, morgen räume ich das auf, da auch verabschieden. Weil das ist gerade der Prozess in deinem engen privaten Umgebung, auch in deinem häuslichen Bereich, dass du einiges verabschiedest, loslässt, trennst, ist auch eine Trennung und das ist eine wichtige Erfahrung jetzt gerade, weil nur durch diese Trennung kannst in Kraft bleiben. Und jetzt schaue ich mal dein Jahreshoroskop an. Wie ist bei dir die kommenden Jahre? Und das bedeutet Jahreshoroskop. Mal ganz kurz. Jahreshoroskop bedeutet nicht von 1. Januar bis 31. Dezember, sondern von einem Geburtstag bis die nächste Geburtstag. Und beginnt dieser Neugeburtstag, wenn die Sonne in dem gleichen Gradzahl Minuten und Bogenminuten steht, wie im Augenblick des Geburts. Nicht die Uhrzeit zählt, sondern die Grad, Minuten, Bogenminuten. Exakt in diesem Platz platziert, wie im Augenblick in dein Geburt. In diesem Augenblick, wie ein Neugeburt, fängt an ein neues Jahr, Lebensjahr. Das ist nicht Silvester und Neujahr astrologisch, sondern in diesem Augenblick beginnt das neue Jahr für dich. Natürlich hat das jetzt begonnen, jetzt im Mai. Und jetzt schauen wir an, wie geht es dieses Jahr für dich weiter, von was jetzt schon läuft eigentlich, bis 2017 Mai. Es ist wieder Waage Aszendent. Das ist dein Thema, Aszendent Waage. Entdecke dich selbst und stehe zu dir selbst. Also nicht umsonst hast du Thema
dieses Lebensjahr die Waage. Entdecke die Waage an dir. Auch das, was du ausstrahlst, deine Auftreten, diese Weiblichkeit, bringst das in Licht. Du wirst in diesem Lebensjahr dich selbst verändern. Nicht nur innerlich, weil deine Einstellung ändert, sondern auch äußerlich. Du wirst einen Teil von dir ablehnen, weil dir das nicht passt. Wo du auch sagst, das ist jetzt die Zeit vorbei. Du erlebst dieses Lebensjahr wie eine Neugeburt. Und das prägt dich, die Waage. Die Waage Aszendent, das prägt dich. Das, was du in dieses Jahr wie eine Neugeburt von dir rausholst, das ist deine Weiblichkeit, deine Schönheit, deine Auftreten, dein eigener Stil, dein eigenes, dich selbst. Du wirst einen Teil von dir verabschieden. Es wäre eine gute Zeit, falls du abnehmen möchtest oder etwas verabschieden, wie, weiß ich nicht, ob du rauchst oder sowas. Also das wäre ein Jahr auch von etwas verabschieden, was du nicht brauchst, was dich stört an dir. Also das wird deine Überlegung sein, was stört mich an dir, an mir. Und da verabschieden. Das kann Rauchen sein, das kann vielleicht mal Kilos sein, das kann eine die Haarlänge sein, das kann vielleicht eine Farbe sein, wo du sagst, die Farbe habe ich 10 Jahre getragen, also ab jetzt trage ich kein Schwarz mehr, sondern nur Rot oder mal ein Beispiel. Das heißt, es ist wie eine Neugeburt. Du entdeckst dich selbst, in erster Linie deine vage Eigenschaften und das bringst du ins Ausdruck. Du veränderst dich nicht nur innerlich, sondern du veränderst dich auch äußerlich. Ein gewisser Themen hast noch bei Entscheidungen oder eine gewisse Unsicherheit. Also das ist noch nicht ganz rund. Du wirst Momente haben, wo du nicht leicht die Entscheidungen triffst und auch beruflich vielleicht noch gewisse Unsicherheit, soll ich, wäre das für mich oder liebe anderen. Aber ich bin ganz sicher, das kommt auch in Form. Das wird sich auch rauskristallisieren. Eins nach den anderen. Du wirst viel lernen im Finanzbereich, dass du anderes mit Geld umgehst. Vielleicht bewusster, vielleicht schreibst du es auf oder wirst du auf jeden Fall einen anderen Bezug zu Geld gewinnen. Es ist eine Erbschaft zum Erwarten oder irgendwoher kommt Geld und es ist nicht die monatliche Einkommen, entweder ein Gewinn oder Erbschaft oder ein Glücksfall im Finanzen. Also das ist zum Erwarten, das ist nicht die monatlichen Einkommen, sondern plus Geld. Das ist zum Erwarten, dass da irgendwelche schriftliche Sache kommt oder Dokument, was mit Geld zu tun hat. Und das kannst du erleben. Du änderst dich etwas beruflich. Vielleicht bist du noch nicht so weit, dass du ein klares Bild davon hast, dass du das auch sofort umsetzen kannst. Aber du orientierst dich noch. Du hast auf jeden Fall mal neue Ideen. Und das, was dich in erster Linie ändert, im freundschaftlichen, also du wirst in deinen freundschaftlichen Kontakte auch ein bisschen aufräumen. Neue Freundschaften, vielleicht bei die alte Freundschaften, eine oder anderen Freundschaft geht zu Ende, da ändert sich auch etwas. Also wenn ich das zusammenfasse, die Jahreshoroskop, was jetzt schon läuft bis Mai 2018, in erster Linie entdeckst du an dir die Waage. Und das bringst du in Vorschein, das, was dir glänzt und du stehst dazu. Ändert sich deine innere Einstellung zu dir selbst. Das ist als Selbstfindung, was ganz gut gelingt, weil du umsetzt es. Andere nehmen das auch wahr. Andere sagen, oh, du hast dich so verändert. Und das ist nicht nur die innere Veränderung, sondern in äußeren Erscheinungen. Du findest zu dir selbst auch deinen Stil, deinen eigenen Stil findest du dich. Etwas kannst du leicht verabschieden, eine Gewohnheit, was dich immer gestört hat.
kein Thema, kannst dieses Jahr auch das beenden. Du wirst mit Geld anderes umgehen, vernünftiger oder hast andere Bezug zu Geld, das bringst du in Form. Abgesehen davon kommt irgendwo ein Dokument, eine Schrift, wo dir Geld bringt. Das sehe ich auch gut. Du wirst nachdenklich sein, was dein beruflicher Weg ist. Du wirst neu orientieren. Du hast deine Ziele, du hast deine Pläne. Wird vielleicht noch dieses Lebensjahr noch nicht ganz umgesetzt, aber jedenfalls mal die Orientierung stimmig ist. Das mit der Partnerschaft. Du hast Kontakte, aber das ist noch nicht diese Sicherheit, was du wünschst. Also Begegnung, Kontakte. Es ist etwas in der Liebe oder jemand von Vergangenheit, weil ich sehe Kontakte auch von Vergangenheit. Es liegt sogar zwei Männer, der eine von der Vergangenheit, wo du Nachricht bekommst, wirst du aber auch eine neue Begegnung auch haben. Also jedenfalls bewegt sich etwas in dein Privatleben, dein Liebesleben auch, aber es ist noch nicht dieses Sicherheitsgefühl, es ist noch nicht in Form, also das ist wie eine Art, das langsam kommt in Form, das wird, aber es ist noch nicht so strukturiert, wie man sich das wünscht. Und das, was ich im Jahr dann bei dir erkennen kann, und schauen wir mal ein Jahr weiter. Mal ein kurzer Einblick, was dann 2017 und Anfang 2018 bekommt. Du zeigst Stärke. Du weißt, was du willst. Hast Steinbock-Aszendent. Auch eine gut bestrahlte Steinbock-Aszendent. Es war nicht einfach. Es ist kein leichter Weg. Aber du kannst du dich durchsetzen. Du weißt, hast ein selbstsicheres Auftreten. Und du wirst es beruflich umsetzen. Das heißt, alles, was du in dieses Lebensjahr ab Mai 2016 bis Mai 2017, das ist jetzt dieses Lebensjahr, das sind die Vorbereitungen, um eine berufliche Veränderung oder Wege suchen. Und dann die kommenden Lebensjahr ab Mai 2017 bis Mai 2018. Du hast ein selbstsicheres Auftreten, du weißt, was du willst und bei dir kommt eine berufliche Veränderung und liegt auch die Finanzen sehr gut. Und ich hoffe, ich könnte die Fragen beantworten und ein bisschen die Geburtshoroskop, ein kurzer Einblick auf die Jahreshoroskop, dass ich das erleuchten könnte. Und Cornelia, ich bedanke mich an dein Anvertrauen und wünsche ich alles, alles Gute für deinen Lebensweg. Und auch ich bedanke mich für das Zuschauen, eure Dendera.